Hallo, treffen wir uns heute wieder, um eine kleine Yoga-Einheit gemeinsam zu machen. Diesmal mehr für den Jahresabschluss oder eben in der Weihnachtsvorbereitung. Das Jahresende steht ja vor uns. Janina begleitet mich heute stellvertretend für euch alle. Sie ist Ernährungstherapeutin und macht gerade Praktikum bei uns in der Praxis, was mich natürlich total happy macht, wenn jemand schauen möchte, wie wir hier unsere Therapie gestalten. Yoga gehört auch unbedingt mit seinen Entspannungstechniken, mit seinem Umgang. Wie nehme ich meinen oder in dem Umgang, wie nehme ich meinen Körper wahr? Wie gehe ich mit meinem Körper richtig gesund um und wie gleiche ich mich vor allem aus? Ist Yoga natürlich auch eine Komponente in ernährungstherapeutischen Ansätzen. Okay. Also, wie du es schon gut kennst, entweder setzt du dich oder legst du dich jetzt bequem hin. Und schließt erstmal deine Augen. Warm genug, bequem. Atmest ruhig ein und aus. Jetzt zählst du mit drei Atemzüge. Beginnst bei eins. Zwei. Drei. Die nächsten Atemzüge benutzt du bitte, um nicht nur den Atem zu verlangsamen, sondern um dich in deinem Tempo zu verlangsamen. Langsam ruhiges Atmen. Du spürst, wie der Atem kommt und du gibst ihm mehr Raum. Du lässt ihm Zeit beim Betreten deines Körpers. Und wenn dein Ausatmen aus dir hinaus möchte, auch dann lässt du dir Zeit, lässt ihm Zeit und gibst ihm Raum. Langsam. Ruhig und langsam einatmen. Dehn dich ruhig aus dabei, nicht nur körperlich, sondern auch in deiner Vorstellung. Ich nehme mir jetzt Raum. Und ich nehme mir jetzt Zeit. Nicht nur für den Atem, sondern vor allem natürlich für mich. Aber mein Atem ist doch auch ein Großteil von mir. Er ist das, was mich leben lässt. Also ein Teil, eine Komponente des Lebens ist mein Atem. Und so gebe ich diesem Leben, dieser Lebensenergie, diese spendende Energie, lebensspendende Energie, gebe ich ihr jetzt Raum, mich zu erfüllen, und ich nehme mir Zeit, dehne mich mit diesem Atem aus, in diesem Augenblick, stellvertretend für alles, was zurückliegt. Ich nehme mir jetzt Zeit. Und mein Anliegen für uns heute Abend, für diesen Augenblick oder wann auch immer du das gerade machst, vielleicht ist es ja auch morgens oder mittags. Mein Anliegen ist, dass ich langsam werde, dass ich mir Zeit nehme für all das, was gewesen ist. Und ich gleiche es einfach nur aus. Ich habe nicht vor, das vergangene Jahr wegzuwischen. Ich habe nicht vor, in irgendwas einzusteigen, Gefühle aufleben zu lassen. Ich gleiche in diesem Augenblick einfach nur aus mit Atem. Ruhiges Einatmen, ruhiges Ausatmen, mehr nicht. Mehr nicht. Ich strenge mich gar nicht an.
Ich lasse es ruhig werden in mir. Wichtig ist, dass ich mich konzentriere. Mein Fokus liegt einfach auf meinem Atem. Ruhig atmen. Und spüren, wie der Atem da ist. Wenn ich einatme, denke ich, einatmen. Wenn ich ausatme, denke ich, ausatmen. Wenn ich einatmen denke, lächle ich. Und wenn ich ausatme, komme ich zur Ruhe. Wenn ich einatmend lächle, mache ich mir bewusst, dass ich lebe. Ich weiß, dass ich lebe. Und wenn ich ausatme, lächle ich meinem Leben zu. Einatmen. Ausatmen. Das, was hinter mir liegt und das, was vor mir liegt. Einatmen, lächeln. Ausatmen, zur Ruhe kommen. Loslassen. Nicht identifizieren. Loslassen. Das, was vor mir liegt, sei es Weihnachten, sei es Neujahr, sei es der nächste Augenblick, einatmen, lächeln, ausatmen, zur Ruhe kommen. Das, was hinter mir liegt, das vergangene Jahr, das, was gut lief, worauf ich stolz bin, das, was mir vielleicht nicht so gelungen ist, wie ich es gerne gehabt hätte, es ist ganz egal. Einatmen, lächeln, ausatmen, zur Ruhe kommen. Ich identifiziere mich nicht mit den Dingen, mit den Inhalten. Ich bin einfach in diesem Augenblick hier. Mache mir noch bewusster, dass jetzt jetzt ist. Die Vergangenheit ist überhaupt nicht hier anwesend, die Zukunft ebenso wenig. Ich bin hier, ich spüre den Raum um mich herum, den Boden unter mir, die Decke über mir, den Raum um mich herum, die Gegenstände, das Mobiliar, die anderen Anwesenden. Das ist das, was jetzt hier ist. Hier ist die Wahrheit. Nicht in den Nachrichten, im Fernseher, im Radio, im Internet. Nicht in irgendwelchen Briefen geschrieben. Nicht in irgendwelchen Chats. Die Wahrheit, der Augenblick des Jetztes ist hier, wo mein Körper ist. In diesem Raum. Und hier kann ich glücklich sein. Hier ist es leicht zu lächeln. Und mich zu entspannen. Dessen werde ich mir in diesem Augenblick bewusst und genieße es und lasse es groß werden. Ein Lächeln und die Entspannung. Und damit würde ich gerne mit dir noch in eine Jahresabschlussbewegung gehen, also einen Zyklus, der dir hilft, Raum einzunehmen, der dir hilft, der dich unterstützt, in diesem Raum, den du eingenommen hast, weit und tief zu atmen und dir einfach bewusst zu machen, ich bin hier. Dafür kannst du dich gern recken und strecken, Raum einnehmen. Genau. Und dann geh doch bitte mal in den Stand. Einmal hinstellen. Genau. Magst du das Kissen mitnehmen? Genau. Und wenn du dann dahin gehst, wir passen leider nicht gemeinsam auf die Matte, sonst überlagern wir uns.
Und zwar stellst du dich bitte weit hin in einer weiten Stellung. Gut, erstmal ankommen im Stehen. Du fühlst, wie weit du nach unten hin dich gerade hingestellt hast. Also das ist ja schon Raum einnehmen, weit zu stehen. Nicht zu weit, aber auch nicht zu schmal. Und dann nimmst du die Hände vorn zusammen. Spürst sie vor deinem Herzen, richtest dich wirklich gut auf und streckst dich weit. Atmest ein und atmest aus. Jetzt streckst du dich weit nach oben, atmest ein. Vielleicht schaust du nach oben, vielleicht beugst du dich zurück. Und beim Ausatmen kommst du zurück, die Arme seitlich. Du nimmst die Hände nach vorne. Nochmal weit einatmen. Und ausatmen. Weit nach oben strecken. Vielleicht lehnst du dich nach hinten. Und kommst mit den Armen zurück. Ein drittes Mal. Weit Raum einnehmen. Das sind ja unsere weiten Arme, mit denen wir dann unsere Liebsten auch umarmen. Wer kommt in meine Arme? Herzensweite. Raum einnehmen. Raum zum Atmen und auch Raum zum Sein. Jetzt lehnst du dich vor und stützt dich. Du drehst dich zu einer Seite rauf, egal zu welcher zuerst. Raum einnehmen. Und beim Ausatmen kommst du runter. Genauso zur anderen Seite. Lange Beine, langer Rücken und mit dem Ausatmen nach unten. Streckst die Wirbelsäule nach vorn ein und beim Ausatmen tauchst du durch die Beine durch. Okay, kommst gemütlich rauf, weit strecken bis nach oben rauf. Und wir enden so, wie wir das im Stehen eben gerade beendet haben, nehmen die Hände nach vorn. Wir verbinden das alles. Wir verbinden diese Bewegung einfach, damit wir mal über einen etwas längeren Zeitraum eine gleiche Sache machen, nicht von eins zum nächsten hüpfen. Das Ganze sind zwar verschiedene Asanas, aber wir verbinden sie miteinander. Wir verbinden den Atem mit der Bewegung. Ruhig einatmen, öffnen. Versuche ruhig etwas tiefer noch zu atmen und aus. Beckenboden leicht nach innen ziehen, weit rauf einatmen, vielleicht nach hinten lehnen und weit durch den Raum nach vorn aus, aus, aus. Du drehst zu einer Seite rauf, einatmen, vielleicht schaust du nach oben und mit deinem Ausatmen kommst du nach unten. Andere Seite weit rauf strecken und beim Ausatmen kommst du nach unten. Die Wirbelsäule wird lang, vielleicht schaust du auch nach vorn und tauchst durch die Beine etwas durch. Geschmeidig raufkommen, weit strecken, länger werden, Raum einnehmen und deine Arme parallel zum Boden ausbreiten. Drehst den Fuß in die eine Richtung, sinkst im Knie ein. Genau, jetzt gehst du in den Helden, streckst dich weit rauf, einatmen. Und mit dem Ausatmen kommt die Hand runter Richtung Knie. Andere Seite strecken, diagonal lang ziehen, einatmen. Und beim Ausatmen kommst du einfach wieder in die Ausgangsstellung, Füße parallel. Du atmest ein, drehst dich zur anderen Seite. Ausatmen, erstmal mit dem Knie einsinken. Beim Einatmen gehst du in den Helden rauf, ganz weit einatmen. Und beim Ausatmen geht die Hand runter. Einatmen, die andere Seite ganz lang strecken, ein. Und beim Ausatmen stehst du parallel, Füße parallel, nimmst die Hände runter, nach hinten hinter den Rücken, die Hände fassen ineinander. Weit einatmen, du ziehst die Arme ab, leicht nach hinten lehnen. Und beim Ausatmen lehnst du dich vor, nimmst hinten die Arme rauf. Beim Einatmen aufrichten. Und die Arme kommen nach vorn. Wir verbinden das alles. Ruhig einatmen, öffnen und ausatmen. Du spürst, wie weit du wirst im Rumpf. Weit einatmen. Stell dir vor, das Ganze würde helfen, deine Herzlichkeit ausdehnen zu lassen. Dass dein Herz, der Herzraum ganz weit wird. Du drehst zur einen Seite.
Jede Bewegung, die die Wirbelsäule machen kann, machst du. Wir aktivieren die Wirbelsäule, die andere Seite nach oben einatmen und beim Ausatmen runterkommen. Die Wirbelsäule in Länge strecken, einatmen und beim Ausatmen durchtauchen. Und dann kommst du weit rauf, streckst dich nach oben, erst einmal lang, streck dich ruhig ganz. Und dann gehen die Arme parallel. Du drehst den Fuß zu einer Seite, erst einatmen und beim Ausatmen sinkst du hier im Knie ein. Du gehst in den Helden einatmen, ganz weit atmen und beim Ausatmen geht die Hand runter. Die andere Seite einatmen und parallel stehen. Du drehst den anderen Fuß einatmen und sinkst ein, ausatmen. Du gehst in den Held weit rauf einatmen und mit der Ausatmung kommt die Hand runter. Streckst den anderen Arm weit einatmen und kommst weit rauf aus. Deine Hände kommen hinter den Rücken, die Füße stehen wieder parallel, die Hände hinten zusammennehmen. Weit einatmen, strecken, nach oben hinten lehnen und vorbeugen, vorbeugen, vorbeugen. Jetzt hängst du dich aus. Wenn du möchtest, ziehst du die Arme hinten ab und nimmst die Arme an den Rücken ran, kommst rauf, 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 stellst dich bequem hin. Okay, ganz bequem, tief durchatmen. Ich nehme mich jetzt im Stehen wahr. Ich spüre meine Präsenz. Ich fühle meinen Brustkorb, den ruhigen Atem, den gesamten Körper in seiner Länge und seiner Ausdehnung. Ich stelle mir vor, mein Herz dehnt sich aus in diesem Körper. Meine Herzlichkeit dehnt sich aus in diesem Körper. Das ist ein Haus des Herzens, in dem ich hier bin. Ein ganz herzlicher Körper. Ich bin herzlich eingestimmt, lebendig durch diesen weiten, ruhigen Atem. Nicht quirlig, sondern ganz ruhig. Und mit dieser Ruhe kannst du dich jetzt gern bequem hinlegen, damit wir das Ganze auch richtig fixieren, sag ich mal. Und wir gehen direkt in, ja, schon auch in die Entspannung. Das ist ja eine kurze Sequenz. Du kannst natürlich auch, wenn du möchtest, das Stehen ganz oft wiederholen. Du legst dich jetzt bitte ganz bequem hin. Und ich werde dir dann jetzt vielleicht noch ein kleines Abschlussliedchen singen. Und dann kannst du darüber hinaus dann in das hineingehen, was jetzt nach dieser Yoga-Einheit auf dich wartet. Aber erst einmal legst du dich bitte bequem hin, warm genug und so, dass du angenehm nach unten sinken kannst. Selbst würdest du sitzen wollen, auch das Sitzen ist angenehm warm genug und auch hier kann dein Sitz, also deine Beine, nach unten sinken. Okay. Dein Atem kommt angenehm, ruhig und tief. Du visualisierst dein Herz, deine Herzlichkeit, deinen Atem und atmest ganz entspannt. Den Atem nicht mehr verändern, lass ihn einfach geschehen. Genau. But it don't really
I wish I had a river I could skate away on. Oh, I wish I had a river so long I could teach my feet to fly. Oh, I wish I had a river I could skate away on. Oh, I made my baby say goodbye. He tried hard to help me, you know he put me at ease. He loved me so naughty, made me weak in my knees. I wish I had a river I could skate away on. Well, I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away. I wish I had a river I could skate away on. Oh, I made my baby say goodbye. So, in diesem Sinne wünsche ich euch alles andere als den Wunsch, dahin zu fliegen, vorzufliegen, sondern vielmehr, dass ihr euch richtig wohlfühlt da, wo ihr jetzt seid, dass ihr eine ganz gute Zeit habt und dann sehen wir uns wieder. Eine schöne Winterzeit, eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Bis dann!